So, willkommen Leute zu einer neuen Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und es gibt ein neues Top-Angebot, der Lemur Cutter, glaube ich, ist es. Genau, der Lemur Cutter, den gibt es für 349 Diamanten. Also, ich würde es viel cooler finden, wenn es nur die Tiere gäbe, zwei Stück, anstatt den ganzen, die ganzen anderen Sachen hier. Kostet zwar auch Diamanten, das kostet Münzen, das kostet Diamanten, das kostet auch Diamanten, drei Stück. Das kostet auch Diamanten und die kosten ja auch Diamanten, aber den habe ich zwar nicht, aber ich habe keine Diamanten zurzeit, da die Werbung zurzeit wieder mal nicht so toll läuft. So, dann gibt es immer noch den Lippenbär für 100 Diamanten und der Rundschwanz-Seku für 1000. Habe ich auch nicht. So, ein neues Angebot gibt es zu Kauf von Paket von 100 Diamanten. Gibt es den Panama-Kapuzineraffen. Und für 200 Diamanten Kauf gibt es halt den in Doppelpakt, oder ihr löst eure Werbevideos Anzeigen aus. Wenn ihr 200 Diamanten schon habt, dann kriegt ihr diese Tiere natürlich dann auch. So, und dann geht's weiter. So, da löse ich nichts ein. Mal schauen, wie das mit den Schade. Die Zukunft vom Schwan hat leider nicht geklappt. So. Gehen wir mal weiter. Wir haben ein neues Tier in dem Sammelalbum. Und zwar hier bei den drei Sternen. Den rotschenkligen Kleideraffen. Und da müssen wir neun Tiere auf Stufe 10 bringen. Schimpansen habe ich. Pavian habe ich. Lemur-Kater habe ich natürlich. Habe ich den oder habe ich den nicht? Ich glaube eher nicht. Und dann gibt es ja diesen Kapuzin, eine Affen, den habe ich, Löwenäffchen habe ich, glaube ich, schon. Den Rottenwari gibt es, glaube ich, in der Retro-Truhe. Mit viel Glück, den Husan-Affen, den bräuchte ich auch noch. Den Mandrill habe ich auch noch einmal und den Totkopf-Äffchen haben wir natürlich von dem Halloween-Event ja bekommen. Müssen wir alle auf Stufe 10 bringen. Ich habe gar nichts auf Stufe 10, nicht einmal den Schimpansen. Das ist Mist. So, dann schauen wir uns noch die Retro-Truhen-Sachen an. Nein, da hat sich noch nichts geändert. Da muss man dann wahrscheinlich die Truhe öffnen und dann mit viel Glück kriegen wir halt dann den roten Wari da als Puzzleteil. Und ich habe einen Freundesplatz frei, also wer gerne möchte, kann eine Einladung schicken. So, im Club machen wir zurzeit bei dem hier schwarzen Netzgiraffe mit. Da sind wir zurzeit auf 70 Puzzleteilen. Ganz super. Und es dauert noch 15 Stunden und bei mir sitzt Giraffe leider noch nichts mehr mit Giraffe aus, also werde ich wahrscheinlich auch keine züchten mehr. Ich habe auf jeden Fall zwei geschafft zu züchten und ich habe meine Mitarbeiter hier aktiviert, weil ich ab und zu auch mal ein bisschen Ruhe haben möchte von dem Spiel. Die habe ich für drei Lucys, für 39 Diamanten habe ich es aktiviert. Dann geht es ein bisschen schneller mit dem Putzen hier von den Gehegen, als wenn nur eine unterwegs ist. Ich lasse dann das Spiel ein bisschen so laufen. So, mit der Werbung ist ja zurzeit nicht viel los, da läuft ja kaum was.
Da war jetzt die letzten Wochen ja sehr gut gelaufen, aber jetzt ist es wieder vorbei. Muss ich mal aufpassen, dass ich nicht hier nicht hier auf die Lucy dann wieder drauf klicke, weil ich brauche ja nur noch 2.500.000, um Level 100 zu erreichen. Also dauert es nicht mehr lange. Vielleicht noch die Woche. Am Wochenende werde ich mal sehen, wie weit der Stand ist. Ansonsten ist es zurzeit so ruhige Spielen. Man geht jeden Tag rein, macht seine Aufgaben. Fußball-Event wird es wahrscheinlich, also bei der Europameisterschaft wahrscheinlich nicht geben, so wie das ausschaut. Sonst würde das ja schon starten. Oder die starten das erst in Viertelfinale. Aber bald muss ja eigentlich Sommer anfangen. Sommer-Event muss ja auch bald anfangen. Am 1.7. oder so war das letzte Mal, glaube ich, gewesen. Ja, das Problem mit den hier mit den Krähen besteht immer noch, aber hier beim Discord hat ein Moderator da schon geschrieben, dass es höchstwahrscheinlich beim nächsten Patch dann wieder gefixt wird, das Problem. Mal schauen. So, machen wir unsere kleine Runde hier bald durch. Diese neuen Wale hier. Habe ich auch überall schon die Sachen so reingesetzt, wie ich es, was ich halt noch hatte. In den Spielgeräten. Bald muss ich ja hier meine Sammlung wieder erweitern. Ich habe jetzt ein bisschen weitergemacht mit der. Ich habe überall die Spielgeräte eingefügt bei jedem Tier. Bei meiner Liste hier. Ja, da hat sich Lucy versteckt. Bei meiner Tierliste werde ich ja bald wieder präsentieren. Ist ja bald ein Jahr schon durch. Das letzte Mal habe ich bei Page 142 irgendwas da gemacht. All Animals. Und ich werde dann bald wieder ein neues Video machen darüber. Da sind einige Tiere schon dazu gekommen. So, hier sieht es nicht so toll aus hier. Bei den Koalas klappt es bei mir immer noch nicht hier. Ich habe schon so viele Koalas, ich weiß gar nicht wohin damit. Bei dem Tanheit, also da gehe ich kaum noch rein. Da habe ich meine drei Tiere drin, was ich so ein bisschen ab und zu mal züchte, aber sonst war das auch schon. Ich kann da mit Tanheit erst einmal nichts anfangen. So, das war's erst einmal, glaube ich, fürs. Also ich habe mal nachgezählt. Mir fehlen ungefähr 50 Tiere, was ich noch nicht habe. Alles andere habe ich schon mal freigeschaltet. Zumindest eins oder zwei Tiere habe ich auf jeden Fall von den Tieren, aber sonst fehlen mir so ungefähr 50. Es sei denn, es kommen noch weitere dazu.
So, das war's, denke ich, für die heutige Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.